Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov funktioniert. Unser Ziel für das Video wird nämlich sein, die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen zu bestimmen. In diesem Fall geht es um ein Übungsbeispiel zum Thema Glücksrad. Wir haben hier die drei Ergebnisse der entsprechenden Farbflächen grün, blau und rot und die entsprechenden Ereignisse, für die wir die Wahrscheinlichkeiten berechnen sollen, sind dann einfach die Fälle, dass wir eine dieser Farbflächen erwischen. Wenn wir das gemacht haben, sollen wir außerdem die Wahrscheinlichkeiten noch in die Wahrscheinlichkeitstabelle hier eintragen. Ich bitte dich wieder, das Video zu pausieren und zunächst einmal zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung gibt es gleich danach. Ich habe jetzt hier die Angabe noch einmal ein bisschen vergrößert eingeblendet und wir schauen uns jetzt an, wie wir das machen können. Wir wissen ja, dass der Ergebnisraum die drei Farben umfasst. Wenn wir uns jetzt hier die Abbildung ein bisschen näher anschauen, dann stellen wir fest, dass wir so einen Kreis haben und diese Punkte am Rand geben uns schon eine Idee, was wir machen könnten, damit wir das Ganze besser bearbeiten können. Wir wissen ja, dass die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis gleich 1 ist. Also wenn wir das Rad drehen, dann bleibt der Pfeil oder besser gesagt bleibt das Rad mit Sicherheit so stehen, dass irgendeine dieser drei Farblichen getroffen wird. Das werden wir uns dann zunutze machen. Wenn wir diese Punkte nehmen und miteinander verbinden, und zwar so, dann fällt uns vielleicht auf, dass wir den Kreis in 8 gleich große Stücke teilen können. Wir sehen jetzt hier, dass der grüne Bereich eins dieser Stücke ist, der blaue Bereich 3 und der rote Bereich 4. Und diesen Umstand können wir nutzen, um die jeweiligen Teilwahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Wir wissen dann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Rad so stehen bleibt, dass der blaue Bereich getroffen wird, 3 günstige Teile von 8 möglichen ist, also 3/8. Dann dieselbe Überlegung für den grünen Bereich, das ist einer günstiger von 8 möglichen Teilen und der rote Bereich umfasst 4 günstige von 8 möglichen Teilen. Jetzt haben wir also hier die Teilwahrscheinlichkeiten. Und wir können auch überprüfen, ob das stimmt. Wir müssen ja in Summe die Wahrscheinlichkeit 1 herausbekommen. Und wenn wir diese Achtel zusammenrechnen, 3 plus 1 plus 4, kommen in Summe wieder 8 Achtel heraus. Das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Jetzt wandeln wir das Ganze noch in Prozentsätze um. Dazu rechnen wir immer zuerst in einer Dezimalzahl um, damit wir dann einfach das Ergebnis in einem Prozentsatz ablesen können. Wenn wir die Division 3 Achtel, also 3 geteilt durch 8, durchführen, dann bekommen wir die Dezimalzahl 0,375. Jetzt verschieben wir das Komma einfach um 2 Stellen weiter nach hinten, also weiter nach rechts. Und dann können wir ablesen, dass wir den Prozentsatz 37,5% haben. Beim Grünen ist das dasselbe Spiel. Wir berechnen einfach 1 geteilt durch 8, das ergibt 1, also 0,125. Und als Prozentsatz ist das dann 12,5%. Und bei 4 Achtel wieder dasselbe Spiel. 4 geteilt durch 8 ist gleich 0,5. Und als Prozentsatz ist das dann 50%. Diese drei Prozentsätze bzw. diese Brüche können wir in die Wahrscheinlichkeitstabelle eintragen und damit sind wir auch schon fertig. Hier hast du nochmal die Musterlösung eingeblendet. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.